Hallo, servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge Raft mit Freunden. Warst du eigentlich schon auf der Insel? Nee, da war ich noch nicht. Okay, da gehe ich jetzt da mal hin. Gibt's irgendwie mal so was wie einen Kletterhaken? Nee. Wie viel brauchst du Metall für das Steuer? Hier, also zwei Stück habe ich hier, also ich habe fünf Stück. Also wird's ja locker Also reichen. eigentlich sechs, aber ich habe halt schon Bolzen und Scharnier. Ah. Bolzen Also das Scharnier ist hast du nur. schon gequetscht oder was? Ja. Also mir fehlen nur noch zwei Metall, die jetzt gerade schmelzen. Bist du schon auf dem Boot jetzt wieder? Ja. Oben ist noch eine Kiste, falls so. Also war es da nicht. Ja, ich bin noch nicht ganz oben, ja. Mein Inventar ist halt voll. Braucht man die ganzen Samen? Welches Samen? Ja, Was für Melone, Samen? Melone, Ja. Ananas. Ja, wichtig. Minzen sind nämlich ausgegangen. Sehr wichtig. Ja, dann solltest du vielleicht auch mal herkommen, Ja, ich Felix. komme, ich komme. Warum ist dieses Raft noch so klein aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon eine Brücke verbaut haben. Hoi, ich lasse ja noch mal ein bisschen was mit fallen. Falls ich noch einen Baum oder so finde. Bist du auch Ich voll? bin Schlauberger. Warte mal, Der kommt hier hoch. Ja, dann probier mal was aufzuheben. Von dem Stapel da. Bolzen kann ich. Ich hab mir einen Nagel, den kann ich dir noch Den muss ich geben. zu. Ja, nee, ich bin ab schon 20. Hier, ich hab noch. Also Steine brauchen wir noch. Schrott. Gemüsesuppe haben wir schon. Ach, haben wir schon. Kletterpflanzen. Kann ich wieder wegwerfen, oder wie? Dann nehme ich die Nägel halt. Okay. So. Ja, ist jetzt noch ein Baum? Das Rezept Gemüsesuppe haben wir. Theoretisch noch Ja, nicht an Baum. der Wand, aber ich kann es Sogar auswendig. zwei. Ja, weil das ist eben Ja, schon das das nächste. ist ein anderes Rezept. Müssten wir Das uns ist bei aber dem nicht Baum hier mal treffen, hä? so scheiße aus. Also einen Platz habe ich noch. Oh, einen Platz hast du jetzt noch. Ja. Dann würde ich das jetzt gleich hier fallen lassen. Aber Okay, dann gucke ich mal. hier wieder hoch. Bitte? So, was gebe ich dir Hä? Ich da? komme nicht mehr hoch. So, ich kann auch Hä? Seile craften. Okay, ich habe jetzt einen Platz frei gekriegt. Mit Seile. Du hast einen Platz frei, hast du gesagt. Hier sind Seile. Ah, die konnte ich sogar noch stecken. Konntest du noch stacken? Ja. Okay, Plastik könnte ich noch neun nehmen. ich habe hier noch Kupfer, hast du das? Erz oder? Erz, ja. Ja, zwei Stück könnte ich noch nehmen. Zwei nur, na dann bringt's natürlich nichts. Metallerz hast du auch? Und Ja. das Kupfer hast du jetzt also wie? Ja, also der eine Slot ist halt belegt. Na toll. Also weiterfahren, ne? Ich würde noch kurz. Ja, nee, ist gar nicht unterwegs. Warum? Wo waren die Insel jetzt? Einfach bewegen. Hinter uns mehr oder weniger. Okay, also. Siegel. Ja, noch ein bisschen weiter rumdrehen. So. Ja, vielleicht noch ein Stück. So.
ungefähr. Ja, ja, das machst du, von hier wegkommen und uns bewegen. Bewegung ist gut. Ich habe kein Holz zum hier. Dann kann ich dir geben. Wie viel? Halt die Motoren. Ja, wie viel habe ich gefragt? Ich glaube 5 passen in 1. Ach, du willst die anmachen? Ach so, das gebe ich schon nicht. Kann ich selber anmachen. Ich könnte das Lenker jetzt machen. Warte mal. Ja, warte, ich tue mal kurz hier von der Insel wegpaddeln, das finde ich Gegenfahrt. Die Motoren fressen Holz ohne Ende. Ja. Da passen fast 20 Holz in so ein Ding. Die verbrauchen doch. Ja, dann. Wir haben ja eigentlich Zeit, hä? Ja, gut, mal probieren müssen wir es schon, aber. Muss ja nicht stehen. Es kommt mehr Holz rein, als wir verbrauchen. Ah, jetzt hört sich's auch an wie ein Motor. Ach, wie geil. Ich mache Motor an und meiner fängt hier an zu husten. Ich dachte schon, es ist wegen die Abgase, aber es ist Wasser. Wassermangel. Ja, es sieht aus wie so. Mit so einem Werner-Film irgendwie. Soll ich jetzt trotzdem mal das Deckrad platzieren? Das muss ich überhaupt mal machen. Ja, aber halt, ja. Das platzieren wir schon auch logisch. Ja. Sekunde. Du kannst es gleich platzieren? Ach, ich hab kein Holz, kein Plastik. Okay. Kurz mal was sagen. Das Wasser gefallen. Dann müssen wir es anhalten, oder was? Also, nee, nee, wenn ihr zurück runterfallen, meistens müssen wir dann anhalten, weil man kommt echt wenig voran. Also man ist nur knapp schneller. Also ich würde es erstmal hier hinstellen wollen. Da wird uns gefallen, so beim Anker. Natürlich in Fahrtrichtung zeigen, ne? So wie du stehst, ja, ist es bestimmt. Also fahren wir immer in die Richtung oder eigentlich. Ja, so ja. Rum ist unser Boot. Das ist ja vorne, wo die Netze sind. Ja. Oder wir können es aber auch hier oben drauf machen, oder? Das wird man mal sehen. Ja. Mir ist es egal. Ja, dann machst du hier unten hin, wenn das egal ist. Warum fängst du da nochmal? In so eine Anker rein. So. Ey, das sieht cool aus, ja. Wie viele von den Segeln kann man eigentlich haben? Aber ich glaube, es bringt nichts. Bringt nichts, okay. Wir fahren dran vorbei, quasi. Möchtest du lenken? Nee, nee, mach. Ich mach. Grad noch. Hä? Links ist aber auch eine Insel. Wie viele Inseln sind denn hier? fahren wir halt zuerst zu der einen. Ja, die direkt mehr oder weniger hinter uns liegt, ne? Ja. Lenkst du? Nee, ich hab grad nicht gelenkt. Machst du das mal? Richtung. Jetzt hast du ein Lenkrad, aber ja eigentlich kein Ruder irgendwo. Ja, unten runter. Ach, das Lenkrad hat das Ruder mitgebracht, okay. Ja, du lenkst in die verkehrte Richtung, wir fahren falsch. Ups, nee, hat das auch gut. Leute, ich bin gemutet, Alter. Warum passiert mir das die ganze Zeit? Das ist so gut. Ich schreie dich an, Felix, falsche Richtung, falsche Richtung. Ist der Jonas krank oder was? Der redet heute gar nichts. Ausgemacht? Sprit ist durch. Nee, habe ich ausgemacht. Okay. Das sind ja eigentlich. Und hier, da sieht man auch, wie viel Sprit noch drin ist.
Mhm, eine kleine Anzeige da. Mach die Anker runter. Oder hat da jemand fleißig geangelt? Wer ist denn das immer, der hier so fleißig angelt? Ich bin jetzt gerade in letzter Zeit. Ah, Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin bestimmt die letzten 10 Minuten nicht von diesem Floß gegangen, wenn nicht sogar länger. Bin wenn dann mal darüber gerannt, sonst war ich die ganze Zeit nur hier. Hm. Du erweist dich ja als mega nützlich, ist ja Wahnsinn. Und ich wollte dich eigentlich am ersten Tag schon vom Floß runterschubsen. Da sind nur zwei Bäume hier oben. Drei. Vier. Ja, nur, ist doch gut, ne? Ja. Ich bin auf dem Weg. Okay. Und du gehst tauchen, oder wie? Ich probier's zumindest. Okay. Also ich würde sagen, ich erstmal Metall priorisieren, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und versuch mal nicht so weit weg da draußen irgendwo zu sterben. Naja. Das wäre dann. Also einmal habe ich schon eine bekommen. Und das zweite Mal. Ja gut, ich glaube, kommen wir mal lieber zurück. Oh. Ich gehe mal auf die andere Seite runter. Es folgen sie mir dann. Ja. Doof, dass es auf der anderen Seite nichts gibt. Ist der Palmsamen nicht eigentlich die Kokosnuss? Doch. Doch, aber die gibt nicht immer. Warum heben wir da aber Kokosnüsse auf? Weil ich die für ein Rezept brauche und die halt irgendwie eben nicht so oft droppen. Okay. Und Melonen und Mangos wohl nicht, oder wie? Die brauchst du nicht? Die brauche ich theoretisch auch manchmal, aber die kriegen wir ja gerade in Massen so ein bisschen. Weiß ich ja hier nichts. Aber es ist halt nichts drin in dem Lager. Das sind halt keine Mangos und auch keine Melonen. So, ja, die sind hier drüben. Ja, also wenn du die für dich behalten willst, musst du da halt schauen, ob was zurückbleibt. Dass die ja nicht ständig gegessen werden. Nee, die können ja gegessen werden. Ich brauche nur die Samen. Ah, das wollte ich ja wissen. Also du brauchst die Mangos und Melonen nicht. Nein. Jetzt hin können zum Kochen für irgendein Gericht oder so. Ich komme jetzt mal wieder zurück bei. Theoretisch gibt es da ein Gericht für, aber das wäre mir eben noch diese Beere für. Ah, okay. Die bekommen wir eben noch einigermaßen gut ran. Das Gefühl habe ich, Kokosnüsse droppen halt nicht so auf, deswegen baue ich die mir direkt so ein bisschen auf. Aber so selten brauchen wir nicht. Und bin da, also ich glaube, ich habe jetzt ganz Metall mitgenommen. Nee, glaube ich nicht. Also ein bisschen. Nein. Ich sehe schon sogar was. Ha! Aber das ist direkt unter dem Raff. Das sind halt die Haie. Und es liegt gerade noch viel Schrott hier rum. Ah, okay, tot. Dachte, ich kann kurz was abbauen, damit wir hochgehen, aber gut, direkt. Das liegt neben Raff. Ja, ich hoffe, dir wird geholfen. Ja. Ihm wurde schon geholfen. Okay, schön. Ah ja. Hast du auch das Metall gleich mitgebracht? Ich nutze meine Chance in der Nacht. Hä? Da drüben. Ja, da ist der zweite, okay. Dritte Hai fehlt noch, ne? Wieder tot. Es wäre ja eigentlich cool, wenn die immer mehr werden würden, wenn man die nicht tötet. Mhm. Ich lieg wieder an der gleichen Stelle. Sicher? Ja, ein bisschen weiter unten. Ja, ein bisschen tiefer. Ja, verdammt viel Metall. Da liegt noch so viel Metall. Ich wurde direkt zweimal gebissen. Das Metall behältst du immer schön in deinem Inventar, kann das sein? Schmelzt es halt die ganze Zeit wieder, und wenn ich dann ein bisschen Metall habe, dann tue ich es in die Kiste. Ja, aber ich wollte nämlich auch gerade was schmelzen, dass es hier weitergeht, aber ist halt nicht.
hab noch 4. Okay, dann bist du ja fast dran. So, ich mach mir jetzt auch mal eine Flasche. Dann hast du das geschmolzen in die Kiste getan, oder was? Wenn, also ich hab noch ein Scharnier, ich weiß nicht, warum ich noch ein Scharnier hab. Aber habe ich gerade nicht, das habe ich für das Lenkrad vorher benutzt gehabt. Ja, liegt ein Scharnier drin, ne? Das hast du jetzt gemeint, oder was? Ja, das habe ich gerade reingelegt. Ich meinte aber richtiges Metall, nicht ein Scharnier. Ich rede von Metall. Ja, habe ich nicht, das habe ich für das Lenkrad benutzt. So viel? 4 Stück hat es gebraucht. Ne. Wo sind denn die restlichen 10? Also ich habe noch 4 Erz. Also ich habe mir vorher einen Speer gemacht und dann ja noch mal eine Axt. Okay. Dass ich die Bäume mal selber abbauen kann. Wenn ich sie das überdrücke. Da ist einer. Hey, ich finde, es ist schon wieder nur einer da, also bin ich sehr blind. Ich wurde gerade eben zweimal gebissen, also es können eigentlich nur 2 sein. Okay, eins habe ich genommen. Ah, ich sehe es. 2 Stück. Ah, einmal wurde ich gebissen. Also da liegen, glaube ich, noch 3. Ups, ich habe was angehört. Der hat den Motor angegriffen. Hoi, hoi, hoi. Gut, dass ich das gesehen habe. Kann man nicht die Blätter verbrennen für den Motor? Du mit deinem Motor, du bist zu ungeduldig. Nee, ich mein. Verbrennen, also anstatt Holz. Ja, du bist zu ungeduldig. Bei dir muss es immer so schnell vorwärts gehen. Lass doch uns einfach mal treiben. Ich meine, dass wir Holz verbrauchen dann. Ja, aber wir können einfach mal treiben lassen, ohne Motor. Einfach mal wieder losfahren. Hat jemand, der ist dringend repariert jetzt. Was? Den, ja, jetzt. Wollt ihr jetzt nochmal tauchen, sonst legen wir wieder ab, oder? Also hier liegen noch 3 Metall mindestens. Aber ja, die Haie. Halt. Also ich halte keinen Hit aus. Metall. Wo ist es? Ach, hier unten an der Wand. Da unten, ja. Wie geht's dir, Jonas? Okay, okay, jetzt kommt runter. Jonas, tut's für mich. Okay, eins hab ich. Vorsicht, drei kommt. Das ist nur noch Kupfer. Also Kupfer habe ich noch 20 Erz. Da haben wir noch 20 Erz durchgleichen. Ja, ich hab's jetzt mitgebracht. Alles? Ja. Ziemlich schnell. Ja. Dann können wir wieder ablegen. Ich hab den guten Haken, ja. Ja, ich hab halt schon kein Metall mehr für bei mir. Mist. Also von mir aus können wir ablegen. Von mir aus auch, weil ich brauche eigentlich gerade den von Inseln. Ich bin versorgt. Was Holz. Warte, ich paddel jetzt mal hier auf die Seite. Das raus. Kleine Paddel, ey. Bleib mal kurz stehen. Ich kann gerade nichts machen. Schau noch den Schrott her. Ja, durch an. Ich denke, ich habe alles an Schrott. Da unten liegt noch ein. Da ist noch 2. Eins. Ah, ja, der Hai hat mich gewissen und es hat abgebrochen. Nee. ja, das macht es auch, ja. Ich habe jetzt 2 geholt, siehst du noch mehr? Nichts mehr. Wir gehen schon wieder an die Insel, wir drehen uns gleich. Wegpaddeln. Oh, ich sehe einen Schrott. Noch mehr Schrott, oder was? Einen. Ach, da hinten. Ne, der ist mal jetzt schon zu weit weg. Warum treiben wir die ganze Zeit darüber? Ja, das Segel ist an, ne? Ja, aber es war eigentlich die Richtung. Ja, aber es geht trotzdem ein bisschen nach rechts, selbst wenn der, weil der Wind da ist.
Bleibt jetzt trotzdem ein bisschen nach rechts. Wo geht's denn zur Insel? Nach links. Aber ich weiß halt nicht, welche das jetzt ist. Der Wind ist halt total dagegen. Das war ja gerade ein komisches Husten. Wie wenn es so richtig simuliert war. Ach, gerade, okay. Wir kommen nur voran, wir treiben sogar weg. Hey, du bist der Steuermann. Bekommt das mal in den Griff? Ja, Motoren halt benutzen, weil es halt direkt gegen den Wind ist. Also, ich würde sagen, wir fahren zuerst zu dem, wo näher da ist, und sehen wir, ob es das Richtige ist, oder? Ja, hast du das nicht merken können irgendwie, ne? Ja, steht auch. Gleichzeitig aufgeploppt. Im Journal steht da auch nichts mehr dazu. Da muss doch die Zahl mit dran stehen, oder? Die 3290. Nee. Motor. Ja. Perfekt. Er hat die scheiß Angel nicht weggenommen. Ich weiß nicht, draußen einfach war. Rausziehen, Jonas. Ja, aber jetzt trotzdem. Deshalb bettel ich jetzt schon seit 5 Minuten im Metall, aber der gibt es ja nicht raus, der kleine Zwerg. Ich hab's die ganze Zeit in die Kiste getan. Naja. Wie gewonnen, so zur Runde. Wer hat ja eigentlich ein Schwert hingemacht? Eigentlich. Wieso? Das soll nicht bleiben. Doch schon, aber. Sinn waffe ich nicht ganz. Man läuft einfach zu langsam. Ja. Was fehlt denn eigentlich noch für einen Motor 9? Nix, denke ich. Ich schau noch mal. Stehen wir eigentlich oder? Was Metall, ja, Metall fehlt. Eins schon. Nee, es sind 5 Metalldinger. Aber es verstärken meinst du, ne? Nee, weil du gefragt hast wegen dem Motor. Ja. Da ist Metall. Clipper. Hier ist noch ein Clipper drin. Der ist uns bereichert. Ja, aber ich will da jetzt nicht wieder hinstellen, wenn ich das nicht verstärken kann. Wir könnten außen rum bauen. Wir könnten auch einfach das lassen, da hinzufahren und. So hinfahren, oder? Woanders hinfahren. Ja, dann tue ich einfach mal Richtung Wind, oder? Ja, entweder das oder Richtung Koordinaten, aber die sind wahrscheinlich auch gegen Wind, ne? Ja, da wollte ich hin. Ach, da wolltest du hin? Ich dachte, du willst zu der Insel. Nee, ich wollte zu den Koordinaten. Wir sind halt direkt gegen den Wind. Also, du kannst mal kurz kommen. Ja, was ist denn mit hinter uns? Ja, hinter uns können wir doch fahren, oder? Also so? Ja, hinter uns ist ja eine Insel. Ja, stimmt. Die müsste man doch mitnehmen können. Das ist aus der Wind seitlich, oder? Ja, das funktioniert. Dann nehmen wir die mit und vielleicht löst das ja unser Metallproblem. Mein Speer ist halt fast kaputt und Holz habe ich auch nicht für ein Holzspeer. Also, Hai töten wird schlecht. Ja, bei mir geht auch langsam alles kaputt. Speer, Axt. Ob der es gar nicht angreift.
Jonas, bist du wieder gemutet oder was? Nee, ich halte gerade wirklich mein Maul. Echt? Mhm. Warum? Ich bin konzentriert am Arbeiten. Ach so. Bist du ruhig heute, ist man gar nicht gewohnt. Ja. Eigentlich ist es gar nicht so chillig in dieser Job, weil ich gefühlt halt überall ein bisschen was zu tun habe. Hier Bäume fällen, Bäume neu pflanzen, mein Inventar mittendrin mal wieder sortieren. Oh. Den Ofen wieder anschmeißen, angeln, Plank platzieren, kochen. Eigentlich. Mir da schon ein bisschen was zu tun. Ja. Ja. Ja, auch immer neu pflanzen. Was ein bisschen blöd ist, dass man irgendwie keine Tiere oder so findet aktuell, ne? Mhm. Die halten uns das so lange vor, bis man halt ein gewisses Ziel erreicht hat. Oder irgendwie, keine Ahnung. Also eigentlich gibt es auf jeder Insel eine Chance, dass ein Tier drauf ist. Oder es gibt so, glaub, bestimmte Inseln, wo Tiere sind. Da ist halt dann, glaub ich, eine Chance, ob da du so eine Insel kriegst oder nicht. Guck mal, wie oft wir jetzt schon waren. Ja, manche bekommen übel früh Tiere, aber wir haben sonst immer echt spät Tiere gefunden. Also das heißt, das liegt an euch, oder was? Ja, weiß nicht. Pech, einfach nur Pech. Schau mal, was, ob's Teil gibt. Ich hoffe, die Haie kommen jetzt nicht. Oh, ich springe ins Wasser und sie haben schon mal viel Metall. Oh, was ist hier? 8 sogar. Hä? Ich bin dumm. Wie, die Insel ist unsere Rettung, oder wie? Ja. So es aussieht. Ich hoffe, da kommen keine. Ich hab so das Gefühl, dass es so verschiedene Inseln gibt. Auf dem einen gibt es viel Schrott, auf dem anderen Metall und. Oh nee. Ey, die Hai. Der Hai ist sogar schon um die Insel jetzt geschwommen, um mich zu töten. Direkt an. Ich habe einmal beim Platzieren einmal ausgesehen, den Spot zum Platzieren verfehlt und habe eine Kartoffel zu wenig reingemacht. Boah, und dann wird's nicht gut. Vor allem, wie sie direkt zu übertreiben. Die zeigen halt, dass die Suppe nicht gut ist, ne? Da schwimmt jetzt so ein totes Fischskelett drin und Knochen und die ganze Suppe ist grün, weil eine Kartoffel gefehlt hat. Überreste gibt es jetzt. Überreste. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Oh, okay. Ja, hat halt eine Kartoffel gefehlt, weil ich eben Dings nicht getroffen habe. Also liegt nicht daran, dass ich irgendwie dement bin und das Rezept vergessen habe, was ich schon seit mehreren Tagen jetzt gerade koche, sondern ich habe einfach nur den Punkt zum Hinlegen. Und nochmal Flaschen. Oh Mann, ist der Hai schon wieder da, es könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Das darf aber auch durchgehen, der Hund, oder? Ich bin jetzt hier gerade weit rausgeschwommen, dass, Alter, weil ich Metall am Rand ist. Nee, hab. Ich lebe noch, aber ich kann halt nicht großartig weiterfahren. So Leute, ich denke, das reicht für heute. Guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.